Hallo? Ha. Okay. Es freut mich, dass auch zu dieser späten Uhrzeit noch nicht alle irgendwie draußen am Grill und Bierwagen stehen, noch ein paar Leute vorbeigekommen sind. Es ist nass, ja, okay. Mein Name ist Sven Höxter. Ich bin im Augenblick angestellt als DevOps-Engineer bei der Rewe Digital. Das ist ein Unternehmen der Rewe-Tochter, also ja, die mit den Supermärkten. Jetzt machen wir zwar keine Brick-and-Mortar-Supermärkte, aber sind wahrscheinlich am bekanntesten dafür für den Lebensmittellieferservice auf shop.rewe.de. Und das Ganze dreht sich jetzt auch thematisch ein bisschen tatsächlich um diese Infrastruktur, die wir da gebaut haben. Ich weiß nicht, wer im Raum hier verwendet Docker? Ja, okay. Wer verwendet das in der Produktion? Okay, das sind dann ein paar weniger. Wir verwenden das auch in der Produktion. Warum stehe ich jetzt eigentlich hier und erzähl was dazu? Ich habe bei diesen ja eher etwas neuen, hipperen Themen immer so den Eindruck, wenn ich so durch die Literaturblätter, insbesondere Printliteratur, also halt viel so Sachen dann drin stehen. Ja, das solltest du dir alles mal automatisieren, das solltest du dir alles mal in deine Bildpipeline einbauen. Aber dann sagt irgendwie niemand so recht, was genau er denn da getan hat. Und die Überlegung von mir war, nachdem wir das jetzt irgendwie vor gut 10 Monaten halt einmal durchexerziert haben und doch ein paar Fallstricke gefunden haben, dass wir vielleicht wirklich einfach mal drüber reden, was wirklich konkret wir uns gebaut haben und wie wir es automatisiert haben. Es ist am Ende des Tages, ich sag mal, es ist keine Raketentechnik, ja, das machen die Freunde draußen vom DLR. Aber vielleicht hilft es ja doch dem einen oder anderen, sich das mal so konkret als Fallbeispiel anzugucken. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt von so Docker-Images reden, warum will ich da eigentlich Base-Images haben? So, warum gehe ich nicht einfach zu Docker? Da hat ja schon irgendjemand irgendwas mit Nginx drin gebaut oder so. Es ist natürlich ein Fokus, glaube ich, der relativ schnell kommt, ist so, okay, ich hätte dafür halt auch gerne irgendwie Updates. Und da ist ja dann schon häufig irgendwie so eine C-Library unten drin. Dann sind gegebenenfalls irgendwelche SSL-Libraries drin. Gerüchten zufolge braucht sowas halt hin und wieder auch mal Updates. Und so kommt man dann recht schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, wenn ich das jetzt für mehr als meine 4 Kollegen in dem Startup mache, dass ich vielleicht doch irgendwie so einen organisierteren Prozess brauche, um sowas auszurollen. Um sowas dann zu realisieren, brauche ich dann natürlich einen einheitlichen Bildprozess. Der einheitliche Bildprozess hat natürlich auch noch den charmanten Vorteil. Und wenn wir dann alle dasselbe verwenden, wenn jemand einen Feature-Request hat, brauche ich das nur einmal ein und alle haben was davon. Wenn ich Probleme habe, ist auch das immer ganz gut, wenn wir wenigstens wissen, wovon wir reden und nicht Entwicklungsteam A irgendwie das eine Image verwendet und Entwicklungsteam B irgendwas völlig anderes. Und dann muss ich hinterher irgendwie zweimal ein sehr ähnliches Problem debuggen, aber jeweils in einem irgendwie etwas anderen Kontext und mit einer anderen Basis. Ein vielleicht eher unangenehmes Thema für die meisten Leute, das aber irgendwann dann aufkommt, vor allem wenn man sich halt in einem etwas größeren Unternehmenskontext bewegt, ist halt das Thema Compliance. Am Ende des Tages niemand von uns, auch die wir im Open-Source-Umfeld aktiv sind, wollen halt irgendwie gegen Lizenzen und die Wünsche und Vorstellungen anderer verstoßen. Das ist vielleicht mehr so noch der moralische Punkt für jeden selbst. Aber für ein Unternehmen ist das halt tatsächlich auch wichtig, um da nicht angreifbar zu sein. Und ich würde mal sagen, wenn Dirk Honel schon hingeht und dazu Vorträge hält, dann hat das Thema vielleicht doch irgendwie auch eine gewisse Relevanz. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn wir halt von einer Basis ausgehen, wo wir sagen, okay, das ist unser Image, da bauen wir alles, was wir selber bauen, drauf auf. Da halt zu sagen, okay, das sind diese Komponenten, die da drin enthalten sind und da können wir überprüfen, ob wir die so einsetzen dürfen. Wenn jeder was anderes hat, wird das zu einem wahrscheinlich unlösbaren Unterfangen. Ganz wichtig auch, ich hätte dann schon gerne vertrauenswürdige Inhalte und wüsste auch gerne, was da so drin ist. Kleine Anekdote aus meinem vorherigen Leben, wo ich schon mal unterwegs war. Da war ein Unternehmen gerade dabei, Automatisierung mit Puppet einzuführen, was eine gute Idee ist. Und dann habe ich irgendwie mal durch die Systeme geguckt und mich gewundert, warum da überall CF Engine installiert ist. Und dann kam so, ich glaube, ich habe da mal so ein Base-Tarball irgendwo von einem FTP-Server gezogen. Und ich
Denk mir, okay, können wir vielleicht so machen, wollen wir aber wahrscheinlich nicht. Ja, wie sieht unsere Situation aus? Beziehungsweise die Situation, von der wir ausgegangen sind im letzten Jahr. Wir haben ungefähr 150 Entwickler, die mittlerweile so gut 150 Microservices geschrieben haben, die in der Produktion laufen, zwischen einer und 15, 16, 17, 18 Instanzen. Zeitweise waren es, glaube ich, auch schon mal von einem Service über 30. Wer sich dafür die Details interessiert, ein sehr guter Kollege von mir, der zufällig auch immer direkt neben mir sitzt, hat auf der OSDC dieses Jahr dazu einen Vortrag gehalten, wie wir zu diesen Microservices gekommen sind. Also falls das jemanden interessiert, die Folien gehen hinterher halt auch mit hier auf die Konferenzseite. Dann kann man sich das auch nochmal angucken. Da erklärt der Paul halt sehr breit, wie wir halt von dem Shop-Monolithen zu diesen ganzen Microservices und Docker gekommen sind. Klar, unsere Entwickler schreiben Code, mittlerweile das quasi Deployment-Artefakt, wenn man so will, das hinterher in die Produktion geht, ist halt ein Container. Und wie das halt so ist, wenn man halt losrennt und die Rewe Digital ist halt auch zeitweise relativ schnell losgelaufen mit vielen, vielen neuen Leuten, es wird viel experimentiert und es entstanden viele, viele Dinge. Ja. Und wer unabhängige Teams hat und viele davon hat halt auch immer viele Götter, ja. Und bei uns der größte Gott ist quasi der hier, darauf aufbauend halt noch der ein oder andere. Dann haben wir mittlerweile auch noch einen guten Teil an Node-Software. Es gibt ein bisschen Go und Haskell hatten wir auch mal. Ich habe aber so Gerüchte gehört, dass das vielleicht wiederkommt, weil es da sehr starke Interessen gibt. Aber ja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt sind diese ganzen Teams ja, mit allen ihren Vorlieben halt einfach losgerannt, haben sich dann auch noch auf zwei Betriebsplattformen bei uns verteilt. Einmal tatsächlich richtig Docker, was wir selber hosten und selber betreiben. Einmal noch auf Kubernetes bei Google. Und das führt natürlich zu einem Output. Und das Resultat nach diesem Loslaufen sieht dann ungefähr so aus. Ich habe einfach mal in unserer Registry geguckt. Ja? Dann gibt es sowas wie Rewe Base, gibt es ein Rewe Java Generic, gibt es ein Rewe Java. Da gibt es ein Rewe Java mit Ubuntu. Das fand ich sehr toll. Ja? Also ich hab eine Vorstellung, was drin sein könnte. Ich habe mir nicht die Arbeit gemacht, nach dem Docker-File zu suchen. Ja, dann gibt es sowas, denkt sich, okay, da kommen gleich noch ein paar Details zu, bei denen ich dann auch erstmal etwas skeptisch geguckt habe. Dann gab es plötzlich ein Debian Java und das zieht sich noch sofort. Ja? Also das ist halt, ich glaube, das ist okay, wenn man losrennt und schnell Resultate braucht. Aber irgendwann, wenn man dann halt mit seinen 150 Kollegen da sitzt, muss man sich halt überlegen, ob man das so weitermachen möchte. Also um es vorwegzunehmen, wir sind auf Debian-Images gegangen. Ein Großteil von dem, was wir davor hatten, abgesehen von den Debian-Ubuntu-Ablegern, war basierend auf Alpine. Wie sind wir da hingekommen? Ja, also das sind nur die drei, die ich gefunden habe. Ich will gar nicht wissen, ob da auch noch andere Sachen bei waren. Ein Problem, das auslösend jetzt so ein bisschen war, sich diese Thematik anzugucken, war halt, dass wir sehr, sehr viel Java haben. Java auf Alpine zu betreiben, ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Das wurde in der Vergangenheit dann so gelöst, dass man halt sich jemand bei GitHub so nett war und irgendwie Alpine Package Builds, der glibc macht. Ich weiß nicht, ob alle mit Alpine vertraut sind. Da ist die Musel als C-Library drinne. Der Kopf hinter Alpine ist der Autor der Musel. Deswegen ist diese Distribution an sich sehr opinionated about things. Ne? Sehr schön dann auch wieder so im Sinne von, ja, vielleicht will ich dem Zeug vertrauen. Ne? Und dann installiert man das wieder so, habe ich mir irgendwo runtergeladen. Kann man so machen. Ne? Sehr schön, man beachte den Pfad hier, ja. Da und da, ja. Ja, dieses Repo redirected auf das andere, dieses Image wurde offenbar nicht mehr aktualisiert nach dem Wechsel.
Wie kommt man bei einem Go-Image, was für Go-Binaries gedacht ist, dazu eine libc haben zu wollen? Ist jemand mit Go vertraut? Sind nicht so viele. Prinzipiell baut Go statische Binaries. Was an sich auch gut funktioniert. Außer dann, wenn entweder Go-Libraries wiederum auf andere C- oder C++-Libraries, die als Shared Objects daherkommen, mit einbindet oder jemand halt durch so ein Glue-Layer so eine normale Library halt weiterverwenden will. Man kann auch das statisch linken. Da gibt es auch Anleitungen zu. Das ist halt ein bisschen aufwendig und ich weiß nicht, wer der Autor dieser Zeilen war, aber ich vermute, er hatte einfach keine Lust, rauszufinden, wie er das jetzt alles statisch gelinkt bekommt. Da hat sich gesagt, glibc, das funktioniert dann. Somit merkt man irgendwie, also das ist nicht die Schuld von den Elpern-Leuten, aber für uns irgendwie produzierte das für den Moment einfach sehr viele Probleme. Dann kommen noch dazu, die Java 9 und Java 10 Geschichten haben ja auch mit diesem da reingehackten glibc-Paket anderer Leute nicht zum Laufen bekommen. Dann sind noch so Sachen dazugekommen. Niemand verwendet Alpine außerhalb dieser Container. Ja? Das heißt, niemand verwendet das in seinem täglichen Doing und stößt schnell auf Probleme. Dann kam ein Alpine-Update und dann wurden die Images aktualisiert und dann war da eine neue Busybox-Version drin und die filtert jetzt POSIX-konform Umgebungsvariablen, die Punkte enthalten. Das ist aber auch gerne verwendet im Kontext von Spring Boot, was in der Lage ist, so bestimmte Variablen zu sanitizen und durchzureichen. Das funktioniert dann aber plötzlich nicht mehr. Von daher haben wir zeitweise irgendwie immer wieder Zeit damit verbracht, irgendwie Alpine-Spezifika zu debuggen, was eigentlich nicht nötig ist. Es ist kein Fehler von Alpine, ja? Also ich will die Leute nicht blamen, das Projekt hat da definitiv seine Zielgruppe und seine Daseinsberechtigung, aber es passte einfach für uns nicht. Ja, es, den gab's, also Frage wiederholen, genau. Es war mehr eine Anmerkung, dass es mittlerweile mit Java 11 auch Builds für die Musl-C-Library von Java gibt. Die gab's zumindest als Early Access auch schon mit Java 9. Die Überlegung da war tatsächlich, okay, wir haben da so ein Early Access Build, wollen wir den wirklich in der Produktion einsetzen? Und da haben sich die Entwickler, die daran Interesse hatten, bei uns mehrheitlich dagegen ausgesprochen und haben gesagt, okay, das wollen wir nicht machen. Es gab tatsächlich einen Prototypen davon und prinzipiell funktioniert es tatsächlich, ja. Überlegungen dann bei uns, wenn wir jetzt Debian oder Alpine Images nehmen, halt auf Seiten von Debian, wir haben tatsächlich die glibc als Standard. Wir haben eine einheitliche Plattform, der Rest unserer Betriebsplattform baut auch schon auf Debian. Da kann ich als Entwickler dann, also als Debian-Entwickler wieder sagen, ja, Universal Operating System, manchmal zieht es halt doch noch. Wir kriegen Java 9 und aktuellere Releases ohne Probleme da drauf zum Laufen. Nachteil tatsächlich, klar, wir haben ein deutlich größeres Image. Aus meiner Sicht relativiert sich das aber sehr, sehr schnell, wenn ich da InnoJVM reinschmeiße. Dann ist die Imagegröße auch nicht mehr so interessant. Das Base-Image liegt einmal halt pro Bild, der verwendet wird, auf einem Docker-Host. Das ist von dem Speicherbedarf dann auch nicht so interessant. Schwieriger ist das Thema Memory-Overhead. Es ist ein bisschen schwierig zu quantifizieren, wenn du eh die glibc dann wieder in deinem Alpine-Image drin hast. Von daher haben wir dann für uns entschieden, okay, wir gehen mit den Debian Slim Images weiter. Die Frage war, warum Java 9? Ja, was heißt Vorteile? Der Security Support für Java 8, der öffentliche, nicht-Service-Vertrag-Pflichtige von Oracle endet im kommenden Januar. Ursprünglich hieß es, er sollte im September, also in einem Monat, enden. Das wurde von Oracle irgendwie nochmal um 3 bis 4 Monate verlängert. Die Situation bei Java ist halt jetzt eine ganz eigene. Da ändert sich gerade das Entwicklungsmodell. Da könnte mein Kollege vielleicht noch Vorträge zu halten.
Im Wesentlichen ist es so, dass Java 9, Java 10 einfach jetzt neue Feature-Releases waren. Java 11 soll wieder ein LTS-Release werden. Es ist aber auch noch nicht ganz klar, wie genau das tatsächlich funktionieren wird, weil Oracle irgendwie angekündigt hat, gar keine öffentlichen Oracle-Builds oder nur noch den ersten zur Verfügung zu stellen. Ich denke, da müssen alle, die mit Java arbeiten, ab September jetzt tatsächlich mal gucken, wie die Situation halt aussieht. Ja, für den einen oder anderen würde es dann reichen, das OpenJDK aus der Distro zu nehmen. Andere wollen vielleicht Third-Party-Builds. Es gibt ein Unternehmen, Azul, die eigene Builds zur Verfügung stellen wollen. Muss man sich in der Java-Community halt jetzt angucken, wie das weitergeht. Deswegen, unsere Entwickler wollten halt weitergehen und haben sich halt Java 9, Java 10 angeguckt, um dann nicht den großen Sprung von 8 auf 11 zu haben. Das war die Motivation. Wir haben kurz noch, in der Zwischenzeit kam Google vorbei und sie lassen das unter dem Topic Distroless Images laufen, bauen minimale Basis-Images mit glibc, einem OpenJDK-Build, haben passende Build-Plugins für Gradle und Maven dafür gebaut. Das Ganze ist halt sehr Java-zentriert. Es gibt auch Distroless-Images für ein paar andere Programmiersprachen. Für uns passt das im Augenblick nicht. Es passt auch nicht, weil ein paar Kollegen halt eine gewisse Flexibilität mit den Images haben wollen. Deswegen haben wir das halt relativ schnell wieder verworfen. So, kommen wir jetzt zu dem spannenden Teil, was wir eigentlich zusammengebaut haben. Am Ende des Tages, wir haben Jenkins eingesetzt, also nutzen wir Jenkins als Bildtool an der Stelle, nehmen das Debian Slim Docker-Image, machen ganz klassisch Docker-File, Docker-Bild und ein grandioses Tool von Google, das uns da sehr, sehr, sehr weiterhilft, ist das Tool Container Div, mit dem man verschiedene Arten von Divs zwischen zwei Container-Images oder zwei Images halt ziehen kann. File-basiert, paketbasiert, soweit das Paketverwaltungssystem unterstützt wird. Das ist halt an der Stelle zentral und extrem hilfreich. Wie sieht das am Ende aus? Wir haben ein Git-Repo, da liegt halt ein Jenkins-File drin, da liegt das entsprechende Docker-File drin. Wir verwenden Deckschrubber, das ist eine Applikation zum Aufräumen der Docker-Registry. Da kann jede Applikation dann selber definieren, wie die Images aufgeräumt werden sollen. Das machen wir halt auch für die Base-Images. Es gibt dann so Dinge wie interne CAs, die da noch mit reingehen. Und am Ende des Tages, wir benutzen das CJob-DSL-Plugin für den Jenkins. Also lassen uns unsere Jenkins-Jobs aus einer Job-Description generieren. Das Snippet zeige ich auch noch kurz, wie wir das machen. Gehört aber eigentlich nicht so ganz zum Kernteil. So. Ich habe das jetzt auf mehrere Folien gesplittet, was wir da tun. Ich hoffe, das ist alles irgendwie halbwegs lesbar. Hier einfach nur so eine grobe Variablendefinition. Was wir hier filtern können, zeige ich gleich. Da wird es sehr abenteuerlich in den Go-Templating-Geschichten. Im Wesentlichen definieren wir hier, ja, ist ein Release 9. Also wir haben da die Debian Release-Nummern übernommen, also es ist ein Debian-Stretch. Das Image heißt bei uns Rewe Debian, geht hier in eine Docker-Registry. Wir ziehen uns noch den aktuellen Namen, das aktuelle Datum, um den dann hinterher in den Tags als Name zu verwenden. Und dann kommt der erste Build-Step. Jetzt, wenn man mit Docker anfängt, Images zu bauen, na, stellt man vielleicht als erstes fest, so ja, das baut dann so Layer und baut die aufeinander auf. Und es baut diese Layer halt auf Basis von den Dingen, die ich in meinem Docker-File definiere. Das heißt, wenn ich in meinem Docker-File eine Anweisung ändere, das Ganze neu baue, wird ab diesem Layer alles neu gebaut. Wenn ich jetzt aber nur sowas Einfaches wie ein apt-update, apt-upgrade in meinem Docker-Image beim Bauen ausführe, ändert sich aber diese Zeile nie. Das heißt, ich kann bauen, bauen, bauen. Es wird sich nichts ändern. Es wird aber auch kein Update in diesem Image ausgeführt. Deswegen haben wir da quasi so die Maximalzahl an Cache-Breakern halt drin. Ja? Für dieses, hey, bau alles neu, ist der letzte Teil hier zuständig. Das Pull-True definiert, dass wir auch immer unser Upstream-Image, wo wir halt auf das offizielle Debian Slim bauen, neu ziehen, um auch da immer die aktuelle Version zu haben. Und hier schmeißen wir danach einfach alles weg. Wenn der Bild fehlschlagen sollte, muss eh jemand manuell gucken, was schiefgelaufen ist, sofern man es halt nicht aus dem Log sehen kann. Deswegen braucht da nichts rumliegen. Wir taggen das Ganze dann entsprechend mit den ganzen Definitionen von oben. Ich zeige später auch mal noch, wie wir uns die Verwendung hier von Latest und Stable
gedacht haben, um dem Ganzen halt einen gewissen Lifecycle zu geben. Jetzt wird's hart. Warum tut man sowas? Jetzt ist es ja so, wie ich gerade gezeigt habe, wir bauen dieses Docker-Image, bauen das immer neu. Wir wollen das aber nur in unsere Registry pushen, wenn wir auch wirklich Änderungen drin haben. Dafür nutzen wir das Tool Container-Diff. Das ist auch sehr schön an der Stelle, das macht uns einen Diff. Wir sagen, wir möchten da den Typ File haben und dann definieren wir ein eigenes Format. Das Ding ist, standardmäßig gibt uns Container-Diff-JSON-Output. Das ist ganz okay, aber eigentlich wollen wir an der Stelle nur wissen, haben sich Dinge geändert? Hat sich irgendeine Datei geändert? Sobald sich eine Datei geändert hat, habe ich eine Änderung, will ich das pushen. Jetzt kann es passieren, dass ich Dateien habe, die sich jedes Mal ändern, bei jedem Bild. Wir haben diesen einen Fall in dem Image, wo dann das Java mit dazu kommt. Wir importieren weitere CAs mit in den Default Certificate Store. Der macht komische Dinge, mutmaßlich schreibt er irgendwo ein Datum rein, es ändert sich jedes Mal die Checksumme. Aber auf Basis dessen wollen wir halt nicht jedes Mal ein neues Image hochladen. Also besteht halt die Möglichkeit, auf der Variable hier oben Dateien einzutragen, die dann hier tatsächlich gelesen und gematcht werden und dementsprechend nicht im Output auftauchen. Es sieht völlig wüst aus. Wer diesen Use Case nicht hat, kann auch einfach ganz stumpf durch das JSON grabben. Das funktioniert an der Stelle dann genauso gut. Für uns war es halt sinnvoll, so einen Filtermechanismus zu schreiben. Ja. Am Ende des Tages, ich habe das hier versucht, mal farblich zu kennzeichnen, ein A für Edit Files, ein D für Deleted, ein M für Modified Files. Das grabbe ich hier dann einfach raus, ob das am Zeilenende auftaucht und ich damit dann entweder ein geändertes oder nicht geändertes Image habe. Ansonsten ist der Aufruf, glaube ich, recht simpel. Container Diff, Diff Type. Und dann geben wir halt einmal die Registry an und das letzte Image, das wir in der Registry haben und halt andersrum. Das ist das Lokale und Remote ist dann unsere Registry. Da wird dann halt einmal der letzte lokale Bild gegen das letzte Latest Image aus der Registry gedifft. Haben wir Changes, pushen wir das Ganze. Ich glaube, wenn man sich einmal durch das Elend dieser Go-Templates durchgewühlt hat, ist der Rest eigentlich recht einfach. Hier ist ein Spezifikum. Da pushen wir halt einfach noch unsere Policy. Jetzt ist es so, Deckschrubber an sich stellt keinen API-Endpunkt zur Verfügung. Da hat ein fleißiger Kollege einen API-Service für geschrieben. Ich hoffe, dass er vielleicht im Laufe des Jahres Open Source wird. Wir sind gerade dran, tatsächlich intern das so ein bisschen zu organisieren und zu gucken, dass wir die Komponenten, die wir gebaut haben, auch freigeben können. Am Ende ist es völlig simpel. Es gibt einen API-Endpunkt, der ein JSON entgegennimmt. Dieses JSON hat genau die gleichen Parameter, enthält genau die gleichen Parameter, die Deckschrubber selber auch nimmt, schreibt halt diese Datei dann auf Platte, sodass der auf der Registry rumlaufende Deckschrubber halt entsprechend die Images aufräumen können. Das ist einfach halt nur so ein bisschen Hygiene für uns. Und wichtig, man sollte auch hinterher immer aufräumen, sonst ist relativ schnell der Jenkins auch wieder voll. Dieses Jenkins-File kann man mehr oder minder einfach kopieren für einen neuen Image-Typ, den man hat, ändert den Image-Namen, ändert die Versionierung, laufen lassen, fertig. Ist halt vielleicht dadurch ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt an der Stelle irgendwie dieses ganze Filtering nicht bräuchte, dann wird das halt nicht so brachial aussehen. Aber so haben wir es halt auch einfach an der Stelle einheitlich. Wie sieht das Docker-File dann dazu aus? Ich habe das mal ein bisschen hier kommentiert, damit es auch vielleicht hinterher halbwegs erklärbar ist. Wir importieren das Upstream-Image. Das ist eine Maintainer-Adresse, steht da natürlich bei uns was Existierendes drin. Wir adden einen Service-User für uns. Interessant, das hier habe ich erst kürzlich hinzugefügt. Das ist tatsächlich, um eine File-Änderung in der etc-shadow immer zu vermeiden. Da steht dann ein wie auch immer berechnetes Expiry-Datum drin, wenn ich das hier nicht fix definiere. Das ändert sich aber dann bei jedem Bild. Das heißt, ich habe jedes Mal eine geänderte etc-shadow, obwohl ich immer denselben User angelegt habe.
Ich habe das mal auf das letzte aktuell absehbar sinnvolle Datum gelegt. Am 19. Januar 2038 haben wir dann den Überlauf. Und bis dahin, hoffe ich, verwenden wir alle einfach kein Docker mehr. Ist das zu optimistisch? Wahrscheinlich, ja. Erst dann. Genau, was tun wir de facto? Ja, im Wesentlichen, wir ziehen uns Updates, wir installieren noch so Sachen wie Netcat und Wget und CR-Certificates und vor allem, wir räumen danach hinter uns wieder auf. Die andere Option wäre natürlich, ich filter das dann wieder im Output. An der Stelle ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, weil es Daten sind, die auch nicht relevant sind in dem Docker-Container, sie halt einfach im Build-Prozess wieder zu löschen. Hier, wer es noch nicht gesehen hat und mal über die Debian-Standardmechanismen ein Zertifikat für System importieren wollte, so ungefähr funktioniert das. Wir haben da ein Verzeichnis drin liegen, da sind Zertifikate drin. Das kopieren wir uns rein nach CR-Certificates Rewe und dann schreiben wir in die CR-Certificates-Konfiguration, dass wir die halt mit inkludieren wollen, updaten das Ganze. Damit werden einem dann diese obskuren Links in etc, SSL, Certs mit angelegt. Also wer den Mechanismus nicht kennt, so funktioniert auch das. Genau, weil wir ja hingehen und den Inhalt des Docker-Files quasi beim Build ignorieren, beim Docker-Build, müssen wir jetzt irgendwie mitkriegen, wenn sich nur irgendwas in unserem Docker-File geändert hat. Weil auch wenn sich was im Docker-File geändert hat, muss sich ja nicht zwingend eine Datei geändert haben. Und um das zu erreichen, sind wir, ich glaube, den Weg des geringsten Widerstands gegangen und wir kopieren einfach das aktuelle Docker-File mit in dieses Image rein. Und solange wie sich das nicht ändert, ist das doch kein Change. Wenn wir eine Änderung haben, hat sich halt die Datei geändert. Sehr ähnlich für unser Java-Image. Ein sehr cooles Feature, ich hoffe, alle, die Docker verwenden, kennen das schon, Multistage-Builds. Sag mal, also die erste Iteration davon war noch ohne Multistage-Builds, was halt auch wieder zu ganz fiesem, oh, wir müssen hier hinter uns aufräumen, Aktionen geführt hat. Wer mit Multistage-Builds arbeitet, baut in einem Container, startet quasi einen zweiten und kopiert sich da das Resultat, das er braucht, ein. Alle Änderungen, die sich sonst in diesem Image ergeben haben, durch ein Apt-Update oder ähnliches, werden halt einfach verworfen, weil sie mit dem anderen Image sterben. Also Docker Multistage-Build ist Killer-Feature. Das heißt, wir fangen hier an zu bauen, nennen das Ganze einfach Bilder. Wieder normal, irgendwie hier Maintainer-Adresse, ersetzen ein paar Umgebungsvariablen. Für uns, wir laden uns das Server-JRE, das wir verwenden. Wir haben uns das halt intern hingelegt. Das ist mit den Oracle-Lizenzvereinbarungen derzeit auch d'accord, dass du es dir runterladen kannst und intern halt hinlegst. Was du nicht tun solltest, aber wahrscheinlich recht einfach machen kannst, ist das zu automatisieren, dass das runtergeladen wird. Also ich bin mir sicher, jemand findet einen Weg, das zu tun. Das ziehen wir uns halt von einem internen Storage runter, entpacken uns das Ganze und legen es halt hier an die entsprechende Default-Stelle für uns. Wir ändern noch ein paar DNS-Settings. Wer mit der JVM gearbeitet hat, wird es vielleicht wissen. Defaultmäßig bei positiven DNS-Treffern ignoriert die JVM die TTL und cached forever. Wenn man sowas wie Service-Namen auf DNS-Basis verwendet, will man das halt nicht haben. Also wir schalten da so ein paar Sachen ab. Wir importieren wieder Zertifikate. Das ist das, was wir halt dann hinterher zum Beispiel in dem Jenkins-Job halt dann als einen erwarteten Change halt einfach rausfiltern, weil das halt jedes Mal ein anderes File erzeugt mit einer anderen Checksumme. Genau, dann kommt der finale Schritt, wo wir dann den eigentlichen Container bauen. Wir kopieren uns hier wieder das Docker-File rein. Wir exposen natürlich Applikationsports. Wir setzen die entsprechenden Umgebungsvariablen, damit die Applikationen auch ihr Java finden. Und hier ist dann der wesentliche Schritt, wir kopieren uns aus dem Bilder-Image halt uns das Java rein. Genau, dann noch ein bisschen, wir haben ein Service-Startskript, das wird noch reinkopiert. Wir wechseln auf den User, setzen den Entry-Point. Ich glaube, das ist so relativ gängig.
Sagt die Zeit, ach, alles gut. Wie sieht unser Lifecycle an der Stelle aus? Das ist jetzt für das Rewe Debian-Image. Wir orientieren uns halt an dem Debian-Release hier, taggen das einmal mit der Versionsnummer und einem Latest und taggen das halt mit dem Bilddatum. Das kriegt zusätzlich das Referenz-Tag-Stable, sodass hoffentlich alle unsere Entwickler, wenn sie darauf irgendwas aufbauen, dann sagen, hey, okay, wir nehmen hier entweder direkt Latest oder halt Stable. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte nicht, dass unerwartet das Container-Image darunter wechselt und ich möchte das beibehalten, kann er halt auch sagen, okay, ich nehme neuen Latest, bleibe halt in diesem Versionszweig, kriege aber immer die aktualisierte Version. Der Wechsel, den wir hier jetzt noch nicht geprobt haben, aber der dann irgendwann Ende nächsten Jahres kommt, schauen wir mal, wie gut wir durch den Freeze kommen und wann, kommt dann halt Basta, wird die Versionsnummer halt die Versionsnummer 10 und das Referenz-Stable-Tag wandert dann halt weiter. An der Stelle müssen dann halt entsprechend die ganzen Jenkins-Files angepasst werden. Wir haben für den Moment einfach einen README-File daneben gelegt, wo drin steht, ey, okay, wenn wir die Version wechseln, sind die und die Schritte zu tun. Das Ganze liegt in einem Git-Repository. Wir haben es tatsächlich mal etwas anders gemacht. Diese Git-Repositories haben keinen Master-Branch. Wir haben die einfach nach den Debian-Codenamen an dieser Stelle benannt. Das heißt, wir haben im Augenblick einen Branch-Stretch da drin. Von dem wird dann mit dem Basta-Release ein Branch abgezweigt, der dann Basta heißt. Soweit die Idee dazu. Für den ganzen Rewe Debian-Java-Teil haben wir das jetzt tatsächlich schon zweimal geübt. Einmal mit Java 8 auf Java 9 und jetzt auf Java 10 zuletzt. Da haben wir einmal noch einen LTS-Tag. Tatsächlich für die Leute, die vielleicht sagen, hey, okay, ich will immer auf dem LTS-Release bleiben. Ich glaube, in der Praxis sind das recht wenige. Ich denke, die meisten werden explizit eine Versionsnummer und da einmal das Latest-Release halt nehmen. Ansonsten gibt es natürlich halt standardmäßig auch noch ein Latest-Tag, das dann halt von uns auch immer weitergezogen wird. Auch da das Konzept sehr ähnlich, Git-Repository, kein Master-Branch, sondern Java 8, Java 9, Java 10 und jetzt demnächst dann Java 11. Ja, ich habe ja gesagt, wir benutzen das CJob-DSL-Plugin. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Es ist halt, um so einen Jenkins neu zu erstellen und automatisch zu provisionieren, es ist halt sehr, sehr praktisch. Dementsprechend haben wir halt auch da uns Jobs definiert. Das hier ist jetzt erstmal nur eine große Definition von Jobs, die dann hinterher von einem Loop ausgewertet wird. Man sieht halt hier die entsprechenden unterschiedlichen Branch-Namen. Und das Ganze wird einfach täglich halt neu gebaut. In der Praxis ist das dann halt der Loop, der das Ganze entsprechend auswertet und die einzelnen Bildjobs dafür halt anlegt, wer sich das halt kopieren möchte. Ja, Verbesserungspotenzial. Es gibt noch so ein paar Sachen, die sich halt ergeben haben, wo wir gesagt haben, ja, kann man vielleicht noch Dinge anders machen. Es gab mal eine Anfrage nach einem Rewe Debian Dev Image, wo halt dann schon diverse Build-Tools standardmäßig drin sind, tatsächlich genau um diese Multistage-Builds zu machen, um dann zu sagen, hey, okay, ich baue meine Applikation in diesem einen Image, da ist alles Mögliche, was ich zum Bauen drinne, und kopiere mir das halt entsprechend dann in das cleane Image rein. Ein Schwachpunkt, den ich noch sehe, jetzt nicht unbedingt, weil ich fürchte, dass irgendwie das Debian-Projekt verschwindet oder das Debian-Slim-Image verschwindet. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir auf eine externe Ressource setzen, die wir nicht unter Kontrolle haben, bei der wir aber davon ausgehen, dass sie da bleibt. Es wäre theoretisch auch möglich, die Build-Skripte für diese Debian und Debian-Slim-Docker-Images sind auch alle offen. Das ist am Ende, passiert da ein Debootstrap ran, und ein Cleanup-Skript läuft drüber und löscht ganz viele Dinge. Baut daraus ein Tarball und baut dann wiederum ein Docker-Image, das ein Tarball importiert. Im Prinzip könnte man das auch selber ausführen. Das wäre ein nächster Schritt vielleicht, um sich da halt weiter unabhängig von zu machen und garantieren zu können, dass man jederzeit
weiterarbeiten kann. Weil man bedenke zum Beispiel diese Geschichten mit dieser externen glibc, da ist völlig unklar, baut jemand Security-Updates dafür, baut das jemand weiter, verschwindet das irgendwann, kommt ein neues Alpine-Release und das funktioniert halt alles gar nicht mehr. Das sind halt alles externe Abhängigkeiten, die man sich vielleicht leisten kann, wenn man mit seinem 10-15-Mann-Team da sitzt und über den Tisch rufen kann und alle sich schnell koordinieren. Bei unserer Größenordnung funktioniert das aber halt nicht einfach und wir wollen halt schon irgendwie unseren Entwicklern irgendwie eine gewisse Kontinuität an der Stelle auch versuchen anbieten zu können. Dann müssen wir mal gucken, ob wir sowas tun oder nicht. Dann ein Wunderpunkt, den auch unser Security-Team nicht berechtigterweise nicht so besonders gut findet, ist, dass wir aus verschiedenen Gründen noch NC und WGET in den Produktionscontainern haben. Standardmäßig die Reverse Shell quasi schon mitzuliefern, ist vielleicht auch nicht so geschickt. Ja, sagen wir mal so, Curl wäre natürlich noch schöner, das spricht ja jedes Protokoll. Also ja, ich glaube, das tut sich am Ende nicht viel. Aber ob wir da jetzt nun, also der Einwurf war, ob wir nicht lieber Curl nehmen sollten. Mir persönlich ist es eigentlich an der Stelle auch egal, ob das Curl oder das WGET jetzt die Einfallstüre ganz aufreißt. Ja, was bei mir noch auf der To-Do-Liste steht, ist Container-Diff tatsächlich für Debian zu paketieren. Es fehlen noch ein paar Go-Libraries, viele sind schon paketiert, aber einfach noch nicht alle. Und ich muss mir noch mal angucken, wie man policy-konform Go-Applikationen paketiert. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es im nächsten halben Jahr auch irgendwie noch hin. Ich halte das auf jeden Fall für ein extrem sinnvolles Tool, das Google da entwickelt hat. Und es gibt auch Contributor tatsächlich von SUSE, habe ich gesehen. Also sind ein paar Leute dran und ein definitiv sehr hilfreiches Tool. Was sind an Fehlschlägen so zwischendurch noch passiert? Das eine ist halt, wir verwenden sonst auf der Infrastruktur die Skriptsammlung Java Package, um die JREs zu paketieren in Debian-Pakete. Der erste Gedanke war natürlich, hey, okay, wir nehmen dieses Debian-Image und installieren aus unserem Repository gleich noch dieses von uns eh schon gebaute Debian-Paket rein. Ja, leider hat man diese komplette Manpage-Infrastruktur aus dem Debian Slim gestrippt, was auch völlig okay ist. Aber dieses Java Package bringt dann Manpages mit und dann failt es in Post-Install-Steps und wir haben eh schon eine geforkte Version von dem Java-Package, aber ich wollte da nicht so weit gehen, da auch noch irgendwie so, ja, okay, und wenn du für uns ein Package baust, dann strippst du hier noch die Manpages. Da sind wir dann tatsächlich einfach den schmerzfreien Weg gegangen, haben gesagt, okay, lade den Tarball runter, entpack den einfach, ist einfacher. Aber an der Stelle muss man halt wieder gucken, wenn man sich auf ein externes Image verlässt, was ist da eigentlich drin und wie kann ich das verwenden? Dann, wie ich eingangs erwähnt habe, es gibt schon einen Teil des Unternehmens, die Projekte auf GKE bei Google betreiben. Und es gibt auch Jenkins-Instanzen da, die in so einem Container laufen. Und da drinnen läuft dann natürlich kein Docker-D. Das heißt, da läuft kein direkter Docker-Daemon, den ich unter Kontrolle habe. Das benutzt über ein Socket den Docker-Daemon, der auf dem Kubernetes-Node läuft. Da habe ich die Software-Version aber nicht unter Kontrolle. Und die stellt leider Google zur Verfügung und die ist seit Äonen auf der Version 17.03 und die kann auch keine Multistage-Builds. Nachdem wir dann intern umgestellt haben und gesagt haben, hey, hier Multistage-Builds ist total cool, macht ganz viele Dinge einfacher, haben Leute, die in einem etwas isolierteren Projekt gesagt haben, ja, eure Images sind gut, wir wollen die nur bei uns selber bauen, damit wir die in unserer eigenen Projekt-Registry drin haben. Und dann so, oh, funktioniert nicht. Ich glaube, die sind da jetzt noch auf einem Stand vorher, wo halt noch ganz viel manuelle Cleanup-Logik in den Docker-Files mit drin war und cherry-picken sich dann halt die Changes. Also die leben im selben Git-Repository halt auf einem eigenen, davon dann geforkten Branch. Es wäre halt einfach total gut, wenn Google da auch mal die ein oder andere Software aktualisieren würde. Ja, Fragen dazu? Ja.
Genau. Die Frage war, wie oft wird dieses Docker-Image aktualisiert? Genau, laut dem Build-Job hier, genau, wird das täglich einmal gemacht im Augenblick. Es wird halt dann nur in die Registry gepusht, wenn halt wirklich Änderungen drin sind. Weil sonst wäre es tatsächlich ein bisschen arg, wenn ich jeden Tag das Image neu baue, jeden Tag das neue Image in die Registry pushe, auf Latest tagge, dann ziehe ich mir jeden Tag mit jedem Deployment irgendwie das letzte Image und dann wird das mit dem Festplattenplatz vielleicht auf den Dockhaus doch was knapp. Könnte man, die Frage war, ob das Deployment automatisch ist oder an einer bestimmten Uhrzeit. In dem Fall ist es tatsächlich automatisch zu irgendeiner Uhrzeit, hängt halt einmal täglich. Es hängt ab davon, wann der Jenkins das letzte Mal neu gebaut wurde, neu gestartet wurde. Es wird halt einfach der Cron, die Cron-Funktionalität von Jenkins selber genutzt, halt mit dem Feature at daily, also einmal täglich. Es ist an der Stelle, ist es tatsächlich für uns egal, wann. Wir wollen halt regelmäßig neu bauen, wir wollen regelmäßig die Security-Updates integrieren. Aber ob das jetzt um 16 Uhr nachts um 3 passiert, ist an der Stelle egal. Es gibt ja auch keinen fixen Punkt für das Release von Security-Updates. Das Debian-Security-Team arbeitet ja auch in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Zeitzonen. Deswegen, also klar, wenn man ganz paranoid wäre, könnte man das natürlich auch irgendwie alle 10 Minuten neu bauen. Also, wird funktionieren. Zu dem Thema eine Frage. Hast du, ich stehe genau vor dem gleichen Problem wie du hier, wie du vor einem halben Jahr, also ich bin da gerade an dem Prozess. Das Debian Slim, hast du rausgekriegt, wie häufig das eigentlich neu gebaut wird? Wie das getriggert wird? nein, habe ich nicht. Ich müsste tatsächlich die beteiligten Entwickler fragen. Ich habe den Eindruck, dass es so alle 1-2 Monate neu gebaut wird. Nee, das ist nicht so richtig schnell. Aber tatsächlich, ich habe die Namen schon gesehen. Ich denke, E-Mail schreiben, nachfragen könnte da vielleicht tatsächlich, ist eine interessante Frage, könnte Klarheit bringen. Aber genau deswegen, weil wir das halt nicht unter Kontrolle haben, ja, haben wir halt gesagt, okay, wir wollen was, wo wir regelmäßig ein App-Upgrade drin machen und die Security-Updates halt einfach ziehen. Das könntest du natürlich, wenn du es komplett selber bauen würdest, könntest du das halt mit erschlagen, ne? Weil wenn du jede Nacht dann halt Debootstrap, neuen Tarball, dir alles selber baust, dann hast du das ganze Problem an der Stelle halt auch einfach nicht. Daher auch die Überlegung, sowas vielleicht zu tun, weil es halt so ein paar Dinge da nochmal einfacher machen würde. Ja, dass ihr jetzt für die JVM ein bisschen größeres Base-Image habt, ist ja nicht weiter schlimm, weil das ist sicherlich der größere Ressourcenfresser. Wie sieht es denn bei Go aus? Hättet ihr da nicht auch ein Multistage-Bild über ein Debian-System mit statischen das statische Binaries produziert machen können, das Binary dann rüber kopieren in wieder einen schlankeren Container? Könnte man definitiv machen. Allerdings, das ist das, was ich eingangs versucht habe zu erklären, unsere Teams sind sehr, sehr unabhängig in dem, was sie tun. Das heißt, es wäre an den Teams zu sagen, okay, wir wollen da ein statisches Binary bauen, gucken uns jetzt an, wie wir das machen und machen das halt aus meiner Sicht als, ja, ich will jetzt nicht sagen Supporter unserer Entwicklung, aber am Ende des Tages ist das ja meine Aufgabe, stelle ich halt die Mittel zur Verfügung, die halt von unseren Entwicklern da halt benötigt und gewünscht werden. Und solange wie von der Seite halt nicht kommt, so hey, okay, wir wollen das jetzt anders machen, kann ich und will ich auch nicht irgendeinem Entwickler sagen, wie er seine Software zu bauen hat. Aber technisch wäre das möglich. Ich habe selber einige Sachen gelesen über Leute, die halt ja im Prinzip nur noch ihre Go-Binaries quasi in dem Container drin haben. Ja. Wenn man sehr viel mit Go macht, ist das wahrscheinlich auch sinnvoll investierte Zeit. Bei uns sind es nicht ganz so viele Services. Also der ganz, ganz große Teil ist halt in irgendeiner Form auf der JVM aufbauend und ein erheblicher Teil ist Node. Und alles andere ist halt auch nicht jetzt so häufig vertreten. Aber prinzipiell wäre es die technisch sicherlich bessere Lösung. Ja. Aber am Ende, der Gedanke an der Stelle war auch einfach, okay, hey, ihr zieht euch aus Gründen da eh die glibc mit rein, dann können wir euch auch hier ganz einfach viel, viel schöner bedienen. Und
macht's halt für uns alle einfacher an der Stelle erstmal. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag mit den vielen schönen Code-Schnipseln und auch, dass ihr die, dass du die eure Pipeline so genau detailliert vorgetragen hast. Dankeschön dafür. Die Frage, habt ihr da auch schon irgendwas zum Deployment mit Docker? Wie läuft es bei euch so ab? Also tatsächlich das Ausrollen der fertigen Sachen sozusagen? Ja, wir haben da was für das Deployment mit Docker. Das ist aber eine ganz andere Baustelle. Also ist noch Baustelle. Was wir da haben, funktioniert. Ja. Ich kann an der Stelle tatsächlich den Talk von dem Kollegen sehr empfehlen, der da in Teilen auch, oh Gott, das war ganz am Anfang, ne? Drauf eingeht. Jetzt muss ich gucken, was ich so erzählen kann. wir verwenden im Augenblick noch Docker Swarm, was halt eher eine sehr suboptimale Lösung ist. Wir wollen tendenziell eher weitermachen mit Google und GKE, weil im Augenblick, glaube ich, auch niemand so richtig Bock drauf hat, selber Kubernetes zu verwalten und abzudaten. Das heißt, wir haben da eine Lösung auf Ansible basierend, die Playbooks ausführt, die dann wiederum Commands auf einem anderen Host ausführt, der dann wiederum Kontakt zu Docker-Hosts aufnimmt, um da Applikationen zu starten. Also das ist so grob der Prozess. Ja, wir haben da was. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, keine wirklich generalisierte Lösung. Müsste man noch mal separat drüber reden, ob das Dinge sind, die wir irgendwie freigeben wollen oder nicht. Aber es ist wirklich sehr spezifisch auf dieses Environment aus selbstgebauten Docker-Hosts, Docker-Swarm, den entsprechenden Deployment-Hosts, die dazugehören, den Permissions, die Jenkins-Hosts haben, wo sie drankommen. Ja, es ist halt Docker, es ist alles noch nicht ganz fertig, würde ich mal behaupten. Eine Frage noch hier. Ah, da vorne. dieses apt-get-update, macht ihr das in den Anwendungs-Images oder in den Base-Images? Das machen wir in den Base-Images. Und das baut ihr auch jeden Tag neu und bevor die Anwendungs-Images gebaut werden. Genau, das, ja, beziehungsweise halt während, davor, danach. Es hat halt dadurch, dass, also die Security-Updates bei Debian halt rauskommen, wenn sie rauskommen, wie bei allen anderen halt auch, ist es aus meiner Sicht halt völlig unerheblich, ob wir das nachts um 1 bauen und dann das Security-Update fehlt, das um 2 rauskommt, oder ob wir das nachmittags um 16 Uhr bauen und dann fehlt das Update, das um 17 Uhr rauskommt. Deswegen ist das völlig egal. Wir haben gesagt, okay, einmal täglich ist für uns ein valider Zyklus. Ja, wie gesagt, also wenn du ganz paranoid bist, hey, baust alle 10 Minuten neu, baust so schnell neu, wie dein Host bauen und Pakete runterladen kann. Ne? Irgendwo muss man sich halt überlegen, was für einen selber da so ein sinnvolles Intervall halt ist. Ja? Und es kann tatsächlich sein, je nachdem, welcher Entwickler welche Software da drauf laufen lässt, dass der halt selber nochmal irgendwie ein App-Update laufen lässt in seinem Bild. Ich habe gehört, das soll vorgekommen sein. Ja, tatsächlich, ein Bekannter merkt gerade an, dass man diese Builds natürlich manuell anschmeißen kann, wenn man jetzt sagt, hey, da ist gerade eben ein wirklich kritisches Update rausgekommen. Haben wir auch schon getan. Beziehungsweise meistens, wenn neue Java-Releases rauskommen, dann guckt man halt, ob das Ganze funktioniert und schmeißt dann auch schon mal so ein Build von Hand an. Ich vermute ja, dass alle Applikations-Images dann zentral gebaut werden, also auch für alle Teams dann eben. Habt ihr dann auch zentrale Checks? Sowas wie zum Beispiel, ja, es sollte nirgendwo einen WGET GDPC irgendwo geben, so ein bisschen einmal grep drüber laufen lassen? Tatsächlich ist es so, dass das nicht zentral erfolgt, sondern bei uns hat jedes Team einen eigenen Jenkins und es ist halt so ein bisschen da Unternehmensphilosophie, dass die Teams halt wirklich unabhängig sein sollen in dem, was sie tun und tun wollen. Das heißt, jedes Team hat einen eigenen Jenkins, kann da tun und lassen, was es will, baut da halt auch.
Das ist dementsprechend halt nicht zentralisiert. Enforcement gibt es im Augenblick noch nicht. Wir evaluieren für die Google Cloud-Geschichte gerade eine Lösung, aber wie ich gehört habe, wurde ein NDA unterschrieben und wir dürfen nicht drüber reden, dass wir genau diese Lösung evaluieren. Es ist ein bisschen bizarr manchmal. Aber auch da würde ich sagen, gibt es im Tooling noch viel Entwicklungsbedarf, also auch was solche Enforcing-Lösungen angeht. Was jetzt die konkrete Migration auch bei uns weg von alten Base-Images anbelangt, wir haben einen Nginx vor der Docker-Registry stehen und die Überlegung war da tatsächlich auf Basis der Pfade dann irgendwann zu definieren, welche Images noch benutzt werden dürfen. In den Entwicklungsstages und für die Produktion, wo es halt immer sein kann, ein Host fällt aus, wir müssen Container neu rescalen, neu erstellen, dass die Produktion halt auch immer noch auf alte Images zugreifen darf, um halt sicherzustellen, dass alle Applikationen weiterlaufen können. Da habe ich aber noch nichts geschrieben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut man das mit dem Nginx abbilden kann, aber im Zweifel, hey, es hat ein Mod Lua. Wenn man will, geht da alles. Im Docker-Umfeld halt den Schritt vollzogen, weg von vielen Chained-Commands in einem Run hin zu Skripten, die jeweils im Container ausgeführt werden, wo man also nur noch ein Run-Install-Skript hat, beziehungsweise auch Libraries, die reingeladen werden, die auch zentral gehostet werden, wo es also generische Cleanup-Funktionen gibt. Habt ihr das jeweils evaluiert, dass man sagt, okay, nicht jeder muss in jedem Docker-File so Sachen wie eure CA importieren, jedes Mal von Hand schreiben und wenn ihr eine Änderung habt, muss dann 500 Docker-Files angepasst werden, statt gegenüber einer Library, wo solche Sachen zentralisiert gemanagt werden? Genau das Problem haben wir ja so jetzt gerade nicht mehr, weil wir bauen da gerade zwei Base-Images, die alle verwenden sollen. Und einmal wird halt in dem Debian-Basissystem das Zertifikat importiert und einmal in dem Java-spezifischen für Java halt nochmal. Also Cleanup zum Beispiel machst du ja am Ende. Ja, richtig. Also wir haben das da nicht weiter gemacht. Also sehe ich bei uns gerade halt tatsächlich den Bedarf nicht, weil im Idealfall ist das, was passiert, dass nur noch die entsprechenden Jar-Files, Applikationsfolder für die Java-Geschichten reinkopiert wird. Die Kollegen, die Node machen da noch viel, viel mehr Magie. Die haben auch eigene Node-Images auf den Debian-Base-Images halt wieder aufgebaut. Nutzen aber unsere Base-Images, wo dann halt so Dinge wie eigene interne CAs schon drin sind. Ihr taggt ja wunderschön jedes neue Image, das ihr da baut, mit Datum, Uhrzeit, Blafasel. Die Anwendungs im Docker-Files, greifen die dann, wie ist die Erfahrung, greifen die alle auf Latest zu oder greifen die eher auf, ich nehme jetzt das Image von gestern Vormittag um 3, weil da weiß ich, es funktioniert? Tatsächlich habe ich nicht nachgeguckt, wie es genau aussieht. Da, wo ich geguckt habe, werden halt dann die versionsspezifischen Latest genommen, also so Java 8 Latest, Java 10 Latest, die werden üblicherweise verwendet. Die Datumstags sind eigentlich nur eine Überlegung, ja primär von mir gewesen, was ist, wenn wir ein Security-Update haben, das irgendeine Regression hat oder irgendeine andere Form von Update haben, die eine Regression hat. Und jemand ganz dringend jetzt unbedingt irgendeinen Bugfix in seiner Applikation deployen muss. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt will ich einfach den Bild von gestern haben. Das ist, am Ende des Tages sind das im Augenblick nur unsere Hosenträger für Notfälle. Und ist noch nicht vorgekommen. Ist bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen. Ich warte noch drauf. So viel Aufwand für. Ja, gut, es ist relativ harmlos eigentlich. Also es ist der Overhead ist halt ja gering. Kann man halt einfach mitmachen. Und ist gut. Sonst noch da vorne noch mal Fragen. Gott, wo ist denn hier der Position-Ende-Knopf? Gab es viel Ärger mit Java 9? Bitte? Ob es viel Ärger gab mit Java 9? Die Umstellung? Nö. Also es ist halt so, dass wir jetzt niemandem die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, du musst jetzt. Wir haben jetzt viel versucht zu kommunizieren. Es gibt halt in der Technologie ein wöchentliches Stand-up,
mit sehr vielen Kollegen. Wir schreiben interne Blogposts. Die Kollegen, die ohnehin jetzt schon in Vorbereitung auf Java 11 sich an Java 9 und Java 10 probiert haben, sind eh umgestiegen, weil sie keine andere Option haben. Die Kollegen, die Node verwenden, sind Tischnachbarn und außerdem immer sehr fix bei der Adaption von Änderungen und waren eher begeistert von dem Change und sind eh einfach direkt gewechselt. Also so gesehen, ja, auf der einen Seite halten wir da halt so ein bisschen unsere Entwicklerautonomie hoch, dass alle selber entscheiden können. Ein bisschen mehr Druck wird halt Ende des Jahres kommen mit dem Auslaufen von dem Security Support für Java 8 halt. Und an der Stelle wird dann eher ein Großteil rotieren. Ich sag mal, wahrscheinlich ist es wie immer 80-20-Regel. 80% passieren einfach von alleine. Bei den letzten 20% muss man halt immer noch mal nachfragen. Aber am Ende des Tages ändert sich, glaube ich, für die Entwickler sehr, sehr wenig. Ob du jetzt in einen Alpine mit einer reingeschmissenen glibc irgendwie was baust oder in deinem Debian, ist da, glaube ich, auch nicht so der große Unterschied. Tatsächlich ist es halt so, dass einige Entwickler halt auch immer wieder mit Alpine und dann irgendwie Probleme hatten. Und für die wird's jetzt eh einfacher, weil das plötzlich halt eine mehr oder minder gewohnte Umgebung halt ist. Ihr habt keinen Init-Daemon wie Tiny oder sowas in euren Base-Images, oder? Nein. Warum? Oder habt ihr das evaluiert? Nein, haben wir nicht evaluiert. Ich würde jetzt einfach mal, ohne es angeguckt zu haben, einfach nur sagen, gerade offenbar kein Bedarf. Ja. Also das ist halt tatsächlich so ein bisschen aus der Entwicklung von einem Team getrieben worden, die bei mir standen und gesagt haben, hey, okay, also direkt nach dem Java 9 Release neben mir standen und gesagt haben, hey, wir möchten Java 9. Und dann habe ich gesagt, oh, keine Zeit. Und dann haben die gesagt, naja, okay, wir fangen mal an, was zu bauen. Und dann haben die angefangen, was zu bauen. Dann habe ich geguckt, okay, die Richtung ist gut. Wollte ich eh alles mal aufräumen, dann ist das jetzt der Punkt, wo wir anfangen, halt aufzuräumen. Und ja. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, der Chris hält morgen Nachmittag, glaube ich, in einem ähnlichen Themenkomplex noch einen Vortrag. Und zwar hat Google mittlerweile noch ein Tool veröffentlicht, irgendwas mit K war's, das auch Docker-Images bauen kann, ohne dafür Root-Rechte zu benötigen. Weil tatsächlich bei diesem Prozess ist es natürlich auch immer noch so, du brauchst halt Root-Rechte, da bauen zu können. Was insofern, jedes Team hat seinen eigenen Jenkins, wir haben unseren eigenen Jenkins, nicht so dramatisch ist, wer was kaputt macht, muss entweder den Jenkins neu bauen oder sein Problem lösen. Oder beides. Oder weil auch beides, ja. Ja, soweit durch. Besten ja, wenn jemand noch Fragen einfallen, E-Mails schreiben, gerne auch verschlüsselt. Vielen Dank. Und ja.